Der Todtnauer Wasserfall, auch Todtnauberger Wasserfall oder Hangloch-Wasserfall genannt, befindet sich zwischen Todtnauberg und Aftersteg, zwei Ortschaften, die zu Todtnau gehören. An diesem Wasserfall stürzt das Wasser über 5 Stufen, teils frei, teils gleitend, insgesamt 97 Meter in die Tiefe. Der Todtnauer Wasserfall gehört damit zu Deutschlands höchsten Wasserfällen. Die vorletzte und höchste Stufe misst 60 Meter und ist damit die bei weitem höchste Einzelstufe der deutschen Mittelgebirge. Der Wasserfall wird vom Stübenbach, Stiebener Bach gebildet, der im Gebiet des Stübenvasen im Feldberggebiet entspringt. Er durchfließt zunächst das nach Südwesten offene, von Wiesen geprägte Hochtal vom Todtnauberg. Unterhalb des Zinkens Hangloch ist der Talboden bewaldet und der Bach stürzt unvermittelt in eine Felskerbe mit 2 wenige Meter hohen Fallstufen. Nach kurzer Fließstrecke folgt ein wuchtig polternder Fall von ungefähr 12 Meter Höhe. Gefällearm und verzweigt erreicht er dann die nach Süden offene und breite Fallkante der rund 60 Meter hohen, vielfach gegliederten Hauptstufe. Oberhalb und unterhalb davon queren Stege den Bach. Nach einem letzten 4 Meter hohen Absatz rauscht der Stübenbach weitere 140 Meter zunächst steil hinab zur Stiebenmatte und dann zur Mündung in den Schönenbach. In der Entfernung von 300 Metern östlich der oberen Fallstufe befindet sich der Monolith Schatzstein. In diesen Stein sind noch nicht klar gedeutete Zeichen eingehauen. Bekannt ist lediglich, dass es Marktschreiberzeichen über die Lage der Gruben im Bereich oberhalb des Wasserfalls sind. Auf einem Weg von Aftersteig zu den Wasserfällen befindet sich auf halber Strecke auch eine Mariengrotte. Der Todtnauer Wasserfall ist in den letzten Eiszeiten durch Gletschererosion an einer geologischen Störungslinie entstanden. Ursprünglich floss das Eis aus dem Todtnauberger Hochtal in den Gletscher des Schönenbachtals, der seinerseits den Gletscher des Wiesentales verstärkte. Der Gletscher des Stübenbachs hatte nicht die Kraft, das Tal so tief einzuschneiden wie der mehrere hundert Meter mächtige Gletscher des Schönenbachtals. So entstand das heutige Hängetal über der 170 Meter hohen Mündungsstufe ins Schönenbachtal. Sie besteht aus dem widerstandsfähigen Metaxidgestein, in das der Stübenbach seither nur kleinere Kerben und Fallstufen hat einschneiden können. In dem Gebiet wurde bis ins 18. Jahrhundert Silbererz abgebaut. Es ist deshalb von Stollen durchzogen. Auf einen dieser Stollen, das Hangloch, bezieht sich der zweite Name des Wasserfalls. Die Todtnauer Wasserfälle werden pro Jahr von über 500.000 Besuchern besichtigt. Der Wasserfall ist vom Parkplatz der Orte Todtnauberg und Aftersteg aus erreichbar. Der Weg von Aftersteg zum Fußpunkt des Wasserfalls wurde barrierefrei angelegt und unterstützt vom Naturpark Schwarzwald. Auch wenn die Triberger Wasserfälle und die Todtnauer Wasserfälle oft als die höchsten Wasserfälle oder Naturwasserfälle Deutschlands bezeichnet werden, werden sie doch beide von dem weniger bekannten und schwer zugänglichen Rötenbachfall am oberbayerischen Königssee übertroffen, der eine Gesamthöhe von 470 Metern aufweist. Der gesamte Todtnauer Wasserfall ist weitgehend naturbelassen und steht seit dem 13. Juli 1987 als flächenhaftes Naturdenkmal unter Schutz. Der Zugang von Aftersteg führt an einem weiteren Naturdenkmal vorbei, einer ca. 300 Jahre alten Rotbuche, früher auch als Weidbuche bezeichnet. Es gibt verschiedene Touren, die man unternehmen kann, um den Todtnauer Wasserfall zu erkunden. Die Tourenlänge geht von ca. 2,5 km bis 7,5 km. Über einen steilen Aufstieg auf der linken Seite kann man die vierte Fallstufe überwinden. Von dort oben gelangt man zur dritten 12 Meter hohen Fallstufe
und ebenfalls hat man von dort oben einen einmaligen Blick ins Tal nach Trutnau und Aftersteg. Genießen wir nun das Wasserspiel und das Rauschen am Trutnauer Wasserfall.